Willkommen zurück bei einer neuen Folge von World of Warcraft. Mit meinem kleinen Tauren-Schamanen hier in Mulgore. Es regnet. Das wird die Landschaft nur noch grüner machen. Dort hinten ist auch gleich der Aufzug. Und da fällt mir gerade ein, was für ein Idiot ich doch war, dass ich das letzte Mal hier den Aufzug genommen habe, wenn hier doch auch einer ist. Das war mir gar nicht so bewusst. Aber schön zu wissen. Dann wird mir dieser Fehler auf keinen Fall nochmal passieren. Hier, komm. Normaler Schlag reicht da auch. Das ist doch, ja. Das ist eindeutig ein Aufzug. Der gleichen Machart, wie sie, wie wir die auch im Westen haben. Das ist ja echt doof. Ich habe mich schon gewundert, warum immer die Laufzeit so lang ist. Erwische ich ihn noch? Nein, ich erwische ihn nicht. Aber der auf der anderen Seite müsste eher unten sein. Na? Ja, er kommt runter. Sehr schön. Also, nochmal zur Erinnerung, wir geben jetzt hier diesen Kriegstanz-Quest ab. Da mussten wir hier Grimmtote im Steinkrallenpass erledigen. Wie es danach weitergeht, weiß ich noch gar nicht so genau. Also theoretisch stand uns der Weg offen ins Steinkrallengebirge. Allerdings sind die Monster da viel zu hoch. Das heißt, ich denke, unser Weg wird uns über das große Tor hier führen, ins Brachland. Alle anderen Möglichkeiten machen im Moment für mich keinen Sinn. So. Das ist die höchste Ebene. Wenn wir uns das mal wieder. Wenn wir uns mal wieder daran erinnern. Das heißt, wir müssen hier aussteigen. Und dort hinten ist ja auch Bluthoof. Warum uns den Quest nicht gleich im Kampf abgegeben hat, kann ich nicht sagen. Wäre auf jeden Fall einfacher gewesen. Jetzt müssten wir extra nochmal nach Donnerfels. Ja, und er hat nur Crap, aber er hat eine bessere Tasche. Nämlich einen 8-Platz-Behälter. Das ist nochmal was Schönes. Geht mit der Erdenmutter. Bringt das Mal von Bluthoof zu Garrosh, Höllenschrei. In der Feste Grommasch in Ogrimma. Sprecht mit Tal, dem Windreitermeister, oder wartet auf den Zeppelin. Okay. Jetzt mal gucken. Wo muss ich da genau hin? Ich werde ja wohl nicht direkt nach Ogrimma müssen. Doch, tatsächlich. Wie soll ich denn da hinkommen? Das ist ja lustig. Ich spreche mal mit dem Greifenmeister. Oder dieses Mal macht uns immun gegen irgendwelche Kampfeshandlungen in Ogrimma. Ach, ich bin doch so ein Idiot. Da sieht man mal wieder, dass dieser komplette Allianzgedanke bei mir drin ist. Der komplette Allianzgedanke. Ogrimma gehört natürlich zu uns. Es ist unsere Hauptstadt, die Hauptstadt der Orks, eine Hauptstadt der Horde. Und ich bin Horde. Mein Gott, ey. Das ist ja echt ein Trauerspiel. Das ist ja echt ein Trauerspiel. Naja, aber so leicht kann das gehen. Da spielt man mal eben eine Runde Allianz. Und zack, vergisst man, dass man jetzt gerade eigentlich einen Hordencharakter spielt. So ist das. Aber jetzt werden wir gleich auch mal mit dem Flugmount andere Gebiete kennenlernen. Schon mal so den ersten Blick drüber haschen, auch wenn wir sie später natürlich noch genauer bereisen werden. Jetzt sind wir hier jetzt gerade am Teufelsfelsen und verlassen jetzt über die Berge. Über die nordöstlichen Berge Mulgore. Guck mal, hier oben war ich auch gar nicht.
Alles schade. Da hätte ich gerne nochmal geschaut. Naja, hier das südliche Brachland. Stufe 10 bis 20. Das ist die Frage, ob ich hier nicht irgendwie questen hätte können. Beim Vendetta, bei der Vendetta-Kuppel. Weiß ich nicht. Hier ist dann der große Graben, den Todesschwinge hier reingefräst hat. Glaube ich jedenfalls. Denn früher, muss man ja aber wissen, früher gab es nur ein Brachland, da war das komplett verbunden. Und jetzt trennt halt dieser Graben diese beiden Gebiete. Vom Levelbereich. Oh doch, da tut sich eine ganze Menge. Südliches Brachland, 30 bis 35. Okay, wir hätten hier nicht questen können. Außer Frage hier. Aber hier, im nördlichen Brachland durchaus. 10 bis 20, grün für uns. Dorota macht keinen Sinn mehr. Ja, 1 bis 10. Azshara wäre auch eine schöne Möglichkeit. Eschental zu hoch, Teufelswald zu hoch, Steinkallengebirge zu hoch. Ja, also ich denke, da müssen wir erstmal einige Zeit noch im Brachland bleiben. Ja. Eine andere Möglichkeit sehe ich da im Moment nicht. Und dann vom Brachland eventuell ins Eschental. Das heißt eventuell 100% ins Eschental. Vom Eschental ins Steinkrallengebirge. Und vom Steinkrallengebirge dann ins südliche Brachland. Das ist so grob unsere Reiseroute, die anstehen wird. Und dort sind auch die Tore von Urgrimmar. Der Seiteneingang, nicht der Haupteingang. Der Haupteingang ist irgendwo in dieser Richtung. Dass ich dachte, ich könne nicht nach Urgrimmar. Das ist einfach göttlich, ehrlich. Ah, schön. Ich hoffe, ich finde mich hier noch einigermaßen in Urgrimmar zurecht, aber das sollte eigentlich mit dieser Karte kein Problem sein. Hier muss ich hin. Da fliege ich jetzt leider dran vorbei. Weil der Greifenmeister hier ist. So. Kann ich wohl einen Sprung hier runter wagen? Nein, besser nicht. Ich werde auf die Hängebrücke dort versuchen zu springen. Ich hoffe, das Ding hält mich. Ja. Allerdings. Oh, shit. Ja, überlebe ich das? Ich überlebe es. Sehr schön. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Einmal kurz hochheilen. Also diese Welle der Heilung dauert doch echt ziemlich lange zu casten. Also die Zeit. Also mitten im Kampf ist das nicht so tolle. Vernichter der Korkron. Feste Grommasch. Und da ist er, Garrosh, Höllschrei, der Held der Horde. Höllschreis Blick ruht auf euch. Quest beenden. Ja, das war's. Hat jetzt nicht so viel gebracht. Nicht mal ein Folgequest. Wahrscheinlich kommt er später. Und das heißt für uns, wir haben eigentlich nur eine einzige Wahl. Wir müssen hier hin. Und ich glaube, das werde ich jetzt auch mal zu Fuß machen. Soweit ist das ja nicht. Hier ist so viel los, ey. Also ich spiele ja normalerweise Nazarim Allianz. Jetzt bin ich Nazarim Horde. Einfach, weil ich mal Lust auf einen Horden-Share hatte. Aber in der Hauptstadt der Allianz, also in Stormwind, ist vielleicht so, nee, der ist nicht mal abends um 18 Uhr so viel los, wie jetzt hier gerade morgens um, na, mittags um 12 Uhr. Also Allianz tot, Horde umso lebendiger. Nee, das sind alles
Lobob-Quests, die brauche ich nicht. Werden zwar angezeigt hier, auch noch als durchaus passabel für mich. Glaube ich jedenfalls. Oder habe ich hier niedrigstufige Quests? Nein. Also das sind durchaus Quests, die noch so 800 Erfahrungspunkte geben könnten. Oder 700, 600. Je nachdem. Aber halt, es sind halt diese Quests für die Orks, die hier im Tal der Prüfung anfangen und sich dann hier langsam nach oben arbeiten. Und die sind dann, wenn sie hier sind, keine Ahnung, Stufe 8, Stufe 9. Und dann können sie hier noch den Quest machen. Aber ich habe jetzt nicht so die Intention, hier noch großartig rumzuquesten. Ganz zu schweigen, dass ich Durotar sowieso nicht so spannend finde. Die Gegend gefällt mir nicht so sehr. Ist nicht meins. Deswegen möchte ich schnell zur Grenze zum Brachland, weil dort sind die ganzen Grenzposten und die haben einen Haufen Quests für uns und das ist dann so der Start im Brachland für uns und ja, deswegen latschen wir jetzt hier am Fluss vorbei, beziehungsweise am Fluss entlang, am Fluss entlang. Sehr schön. Jetzt sind wir wieder so weit, dass ich mir überlege, wieso sagt man sowas? Letztendlich ist das sowieso alles eine Sache von Übung. Umso öfter du fließend frei sprichst, desto einfacher... Naja, erstmal musst du es lernen, fließend frei zu sprechen. Aber umso öfter du sprichst, beziehungsweise irgendwelche Let's Plays machst, desto einfacher wird das dann auch mit dem Sprechen. So, und jetzt soll ich mal aufhören, so ein Mist zu reden. Ey, es ist ja nicht mehr feierlich. Der Südstrom. Ja, hier, Stufe 8, da seht ihr es. Da macht es wirklich keinen Sinn, sich dort noch großartig mit denen zu beschäftigen. Hiebkreischer. Der droppt mit Sicherheit einen Questgegenstand. Na komm, den erledige ich mal kurz. Oh, Lua-Fehler. Woher die immer kommen, ne? Ich weiß es nicht. Nee, nicht mal ein Questgegenstand. Woher kommen immer diese Lua-Fehler? Das ist mir schon öfter aufgefallen. Ich dachte früher immer, diese Lua-Fehler kommen davon, weil du irgendwelche Addons nicht auf dem aktuellen Stand hast. Aber ich habe meine Addons auf dem aktuellen Stand, weil ich es erst letztens wieder kontrolliert habe. Das heißt, es kann eigentlich nicht daran liegen. Und jetzt ist meine Frage, woran kann es sonst liegen? Also, es macht ja keinen Sinn. Oder sorgen dafür, dass manche Addons, auch wenn sie aktuell sind, irgendwelche Fehlermeldungen bei meinen Charakteren auslösen, in Form von Lua-Fehlern. Fragen über Fragen, ich weiß es aber nicht. Ich weiß nur, dass es mit meinem Hunter immer sehr nervig ist im Raid, wenn da plötzlich so ein Lua-Fehler aufging. Naja, das ist jedenfalls auch Vergangenheit, keine Ahnung, das war früher mal so, jetzt ist es nur noch vereinzelt. Aber letztendlich, meiner Meinung nach, müssten sie diese Lua-Fehler überhaupt nicht zeigen. Interessieren tun sie mich jedenfalls nicht. Naja. Hier sind wir. Fernwacht an der Grenze zum Brachland. Auf Befehl des Kriegshäuptlings, nördliches Brachland. Tötet 8 Brandschatzer der Klingenmänner und 3 Jäger der Klingenmänner. Schöne Killquests. Genau das will ich. Nicht viel nachdenken beim Spielen, einfach draufhauen. So, war hier noch ein Questgeber? Nein. So, hier noch einer. Und dann beende ich jetzt hier erstmal den Part und im nächsten Part machen wir dann hier mit dem Questen weiter. Bis dann. Ciao.